Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ich bin heute bei unserer Wertebotschafterin Gudrun Pflüger. Du bist eine der allerersten. Gudrun, vielen, vielen Dank, dass du bereit bist, heute ein Interview zu geben. Das war für mich ganz selbstverständlich, dir mal herzuholen. Und das, was mir wichtig ist, auch einmal mit den Menschen, die dafür bereit sind, ein offenes Ohr zu haben und möglicherweise sogar danach zu handeln. Ich sage immer, ich halte es wie der kleine Prinz, der einmal ganz unbewusst oder unbedarft den Fuchs fragt, können wir Freunde werden? Und der Fuchs sagt, ja, aber du weißt schon, das bedarf doch um einiges an Arbeit und Zeit. Ich kann dir gern mein Wildwissen geben, aber was du damit machst, das ist deine eigene Verantwortung. Mhm. Kann man das auf die Gesellschaft jetzt auch ummünzen, dass man sie annähert, dass man sie wieder findet, dass es eine Gemeinsamkeit gibt? Kann man das aus der Geschichte ableiten? Ich finde schon, weil ich zitiere das eigentlich sehr gern. Und es wird, wenn man das als Gesellschaft verfolgt, es kommt diese Art Schwarmintelligenz in uns dann auch einmal und nicht nur in einen Haufen Vögel oder einem Rudel Wölfe, sondern ich hoffe, dass wir das auch einmal so erkennen, dass wir gemeinsam, jeder mit seinen Stärken, aber auch Schwächen, die sind ganz wichtig, sich einbringen kann. Das ist ganz, ganz schön, weil diese Schwarmintelligenz, die Fähigkeiten des Einzelnen ist unser ganz großer Wunsch. Wir sprechen so von Puzzlestücken. Jedes Puzzlestück ist wichtig. Schön, dass du das erwähnst. Wir haben das überhaupt nicht abgesprochen. Und du hast auch Wölfe erwähnt. Wölfe, da hast du ganz einen großen Bezug als Wolfsforscherin. Eine ganz beeindruckende ZDF-Dokumentation gegeben, wo die Wölfe umringt haben, die was Führerin, die beschnuppert hat und akzeptiert hat. Das war, ist um die Welt gegangen, war berührend. Was können wir denn von den Wölfen lernen als Menschen? Also ich habe gelernt über die 10 Jahre intensive Wolfsforschung, vor allem mit wilden Wölfen, die noch keinen Kontakt mit Menschen gehabt haben, bevor ich dorthin gekommen bin, weil wir ganz andere oder falsche, wirklich falsche Bilder vom Wolf haben. Ein Wolf ist vorsichtig und zugleich neugierig. Und diese Neugier, die macht den Wolf aus und wir missinterpretieren neugierig. Neugierig sein, glaube ich auch, oder es ist ganz, ganz wichtig, auch für uns. Gierig auf das Neue. Ja. Nur so kommen wir weiter, nur so bleiben wir offen, nur so haben wir offene Augen und nur so... Und die Wölfe arbeiten ja zusammen, die ergänzen sich ja. Du hast das einmal schon ganz beeindruckend in einer Vorlesung einmal gesagt. Die sind eben die Kraft der Gemeinsamkeit lebt die. Wie ist das ganz kurz beschreibbar? Wie stimmen sich die Wölfe da ab? Oder wie arbeiten die zusammen? Die Wölfe, also die erfahrenen Wölfe, und das sind immer die Eltern natürlich. Die Eltern und die Eltern. Und ihre Kompetenz wird von den Jungen auch nicht angezweifelt, sondern die werden so akzeptiert. Wir sagen, das sind die Alpha-Wölfe. Weil wir haben Wölfe am Anfang immer nur im Gehege, im Zoo beobachtet. Und dass es eine strikte Hierarchie gibt. Und so ist es aber bei wilden Wölfen nicht.
Wölfe haben eben, wie wir gerade gesagt haben, hat jeder seine Stärke und seine Schwäche. Mhm. Und sie akzeptieren das und jeder kommt dann an den Zug, wenn er gebraucht wird. Mhm. Okay, und das wäre ungemäßig an Menschen, wir müssen nicht alles kennen, sondern das, was ich gut kann, bringe ich ein. Genau. Und somit schaffen wir gemeinsame Synergie, die dann erfolgreich ist, definitiv, und die Natur zeigt uns das. Erwin Thoma zum Beispiel hat auch so schöne Symbiosen mit Natur, mit Wald, wie das zusammenwirkt und wie es ein gutes Ganzes gibt. Jetzt sind wir in einer besonderen Zeit, 2020, wir haben auch das Manifest, das wir da sehen, in die Welt gesetzt, das du dann auch gleich unterschreiben wirst, wo es um so wirkliche menschliche Werte geht. Du hast insofern auch ein besonderes Leben, weil du warst Spitzensportlerin, Berglauf-Weltmeisterin, bist dann eben Wolfsforscherin geworden, Biologin, großer Naturbezug und hast aber gesundheitlich große Herausforderungen. Du hast einmal gesagt, der Wolf zeigt sich nur, wenn er dir etwas zu sagen hat. Was hat denn dir den Wolf gesagt? Ja, das interessanterweise hat mir das ein Indianer gesagt, von einer Kultur, die wirklich nach dem Wolf leben. Ich kann mich zurückerinnern und zurückgreifen auf diese für mich sehr stärkenden Erinnerungen, was ich bereits schon alles geschafft habe. Wenn ich auf mich selber mich besonnen habe. Und dann in dieser direkten Wolfsbegegnung, da war auf jeden Fall das gegenseitige Vertrauen. Also ich habe total den Wölfen vertraut und die haben das auf jeden Fall auch gespürt. Mhm. Wölfe sind wie alle Wildtiere sehr, sehr einfühlsam. Und ich denke, dieses totale Vertrauen, und das haben wir in uns selber, in den Nachbarn und in die Gesellschaft. Und das Vertrauen in dich jetzt, wo ich merke, dass eine Kraft kommt, wenn du das erzählst, glaubst du, dass du mit dem Vertrauen, dass du wieder gesund wirst, dass du dich heilen kannst? Wie siehst du das jetzt, ganz, ganz ehrlich gesagt? Jetzt muss ich auch ganz ehrlich dir zurückgeben, dass ich manchmal zweifle und mich halt dann wie jeder in der Früh halt wieder aufrappeln muss und will vor allem. Und manchmal ist halt schwieriger und manchmal schlaft man drüber und dann ist der nächste Tag und eben die Sonne steht auch wieder auf. Mhm. Vertrauen da in dem Wort steckt ja auch das Trauen. Ich traue mir jetzt was zu. Interessant, gut. Und du bist auch so Perfektionistin irgendwo, gell? Auch jetzt, wo wir gesagt haben, aber müssen wir immer so perfekt sein? Ist das nicht was uns als Gesellschaft eh kaputt macht, dass wir immer entsprechen, immer gut sind, immer funktionieren? Darf man nicht einmal annehmen, schwach sein, weinen und uns auch ergeben? Ist der Schlüssel wirklich der Kampf oder wäre das eher die Symbiose, das Einlassen? Ich habe schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Gell? Wo ist mein Weg? Weil so wie zurzeit sich alles entwickelt, es ist nicht einfach, dort die richtige Gratwanderung zu finden und eigentlich hinter sich selber zu stehen. Gell? Und auf Englisch heißt es so schön, keep a straight spine, also einen geraden Rücken, also wirklich. Ja, man jetzt merkt, dass ich mich gerade selber so schön aufrichtest im Grunde, ja, genau. Ja, Gudrun, wir haben ja gesagt, wir machen es kurz, es gäbe viel zu sagen, vielleicht machen wir nochmal Erfolge, aber so. Wenn wir jetzt so sagen, in deiner Situation, wo viele Herausforderungen sind, wo du da, glaube ich, merkst, mehr und mehr du bist der Schlüssel und nicht irgendwas im Außen mit Operationen etc. und mit deinem Willen, auch, der ganz, ganz stark ist,
ist wirklich der herzliche Wunsch, dass du auch wieder gesundest, dass vielleicht auch schulmedizinisch Wunder passieren und gerade mit deinem Naturbezug, auch als Kämpferin, als ehemalige Spitzensportlerin, dass das der Bezug ist und vielleicht auch wirklich, dass es kein Kampf ist, sondern irgendwo auch das Annehmen. Man weiß ja nicht. Mir hat einmal jemand gesagt, vielleicht abschließend erwähnt, kürzlich, wenn du ein kleines Wehwehchen hast, ja, dann hat dir die Seele nicht viel mitzuteilen. Wenn du ganz eine große Herausforderung hast, hat die Seele ganz was Besonderes vor. Das kann jetzt makaber klingen irgendwo in deiner Situation, aber mir hat das, die Aussage definitiv berührt. Wie würdest du jetzt das Thema Leben, Sterben sehen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie ist das für dich, Angst, das Sterben? Oder wie siehst du das? Na, das Sterben selber nicht, aber das Wie. Also den Weg dazu hin. Und im Endeffekt ist das ganze Leben, ist der Sinn für mich vom Leben, im Endeffekt zu sich selber zu kommen. Mhm. Und im Moment des Todes eigentlich sind wir dorthin, sind wir bei uns angekommen. Ja. Und ist das dann ein Tod, lebt die Seele weiter oder vergeht es? Gibt es so ein Leben nach dem Tod oder wie immer man das bezeichnen könnte? Ich weiß es nicht, aber ich merke das immer, wenn ich mich extrem allein fühle, dass ich meinen Papa zum Beispiel spüre. Mhm. Ich habe einmal in Kanada in einem ganz entlegenen Gebiet einen ganz einen wilden Autounfall gehabt, mitten in der Nacht. Ich wäre da jetzt auch keinem abgegangen, zumindest für 2 Tage oder so. Und es war ganz dunkel, ein paar Sternen am Himmel und habe mir gedacht, so was tue ich jetzt. Und dann denke ich mir, ich bin gar nicht allein. Der Papa ist ja da. Hm, schön. Auf einmal. Hm, schön, schön. Und da war aber schon mehrere Jahre tot, aber er war ganz bei mir wieder. Hm. Das ist eine schöne Verbindung, auch intensive Tage, wenn du das erzählst. Ja. Schön. Ich habe Erika Bichler, ist ja, wie du weißt, eine unserer Botschafterinnen, die Hebamme. Genau. Und die hat ja ganz viel gemacht und ist immer an Geburt gegangen. Und ich habe sie jetzt gefragt, sie ist jetzt gut 80, ist nicht mehr fit, sie weiß, sie geht an ihr Lebensende. Und ich habe gefragt, Erika, wie geht es dir mit dem Thema Sterben? Sag sie, weißt du, Georg, das ist ein Übergang. Die Geburt ist ein Übergang und der Tod ist ein Übergang. Und so hat sie das beantwortet, aber mit einer Leichtigkeit, mit einem Streuen. Also für sie war das überhaupt nichts Beschwerendes in dem Sinn. Gudrun, vielen, vielen Dank für den Austausch und alles Gute dir und dass du wirklich gesund wirst. Das ist wirklich ein Wunsch. Danke. Gell?